Servus und herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zur Spray-TV-Übertragung vom Spiel der Tölzer Löwen gegen die Heilbronner Falken. Jetzt aber erstmal mit der neuen Dome-Kamera hinein in Spieltag 4 der DEL2 bei Tölz von rechts nach links in Schwarz. Ah. Den Slot legen Wand hoch. Oh. Erste Strafe gegen die Tölzer Löwen. Okay. Und den darf Luke Volkmann auch selber schießen. Somit Volkmann gegen Wölfel. Da kriegen wir gleich Spannung in die Bude. Volkmann gegen Wölfel. Gute 4 Minuten gespielt. Wölfel. Weiterhin 0-0. Hoffentlich ist da nichts passiert. Fährt den Stint aber weiter. Williams. Lattenkracher. Lattenkracher. Williams. Williams. Im 2-1. Oh, schön gemacht. Marco Wölfel zweimal überragend und dann wird er abgeräumt. Nichts passiert. Scheibe war frei für Justin Kirsch. Eberhard macht Wölfels Job und spielt einmal quer nach vorne zu Thomas Merl. 1-0 bei Tölz. Und zwar in der 21. Spielminute treffen die Tölzer. 22. Ich muss mich korrigieren. Thomas Merl. Ja, wunderbarer Pass von hinten raus und dann mit der Rückhand gegen mich. Klasse gemacht von Thomas Merl. Zweites Saisontor. Legt ihn sich da, wie du sagst, auf die Rückhand und dann mich chancenlos. Auch gute Schüsse hatte und es geht gleich weiter. Die Baker in der Mitte im 1-1. Lubor, die Baker. Dieses Mal ist mich der Sieger. In Richtung Kirsch. Auf der anderen Seite Lubor, die Baker. Der will ein paar Schüsse nehmen. Ui, schöner Move. Gefährlich. Ja, die Baker war da kurz frei. Bekommt ihn jetzt und auf Wandtuch. Der legt ihn vorbei. Wandtuch hat sich da jetzt richtig geparkt vom Tor von mich. McNeely, die Baker. Oh. Da geht's ganz fix. Und dann ist er drin. Wahnsinnstor von den Tölzer Löwen. Das ist herausragendes Eishockey, das sie in diesem Powerplay zeigen. McNeely quer durch zu die Baker. Der ist brutal schwer, der Pass. Und der von Luba die Baker ist aus der ähnlichen Güteklasse. Da muss Philipp Schlager nur noch einschieben. Somit haben wir die 28. Minute und es steht 2-0. Und jetzt aber schnell. 3-2 Konterchance mit Brady. Na ja, Schlager geht zum Wechseln. Aber die Baker kommt von hinten. Lubo die Baker nochmal klasse gespielt und Wahnsinns-Save von Florian Mich. Da war McNeely zum Einschieben bereit. Die Baker. Oh, der umkurvt das Tor. Eieiei, jetzt brennt da hinten lichterloh bei den Heilbronnern. Tölzer Seite. Wunderbarer Pass. 2-1. Brandl auf Ott und dem verspringt die Scheibe. Lautenschlager auf der anderen Seite. Oh, oh, und dann ist er drin. 2-1, die Falken mit dem Anschluss. Das gibt's doch gar nicht. Die Tölzer Löwen mit 3 Großchancen in den letzten 3 Minuten. Und Michi, du wolltest es, glaube ich, gerade sagen, der war noch abgefälscht, ja. Und zwar entweder von einem Löwen oder von Noah Dunham. Wieder Schlager. Oh, eigentlich ein super Querpass auf Eberhard, aber der haut über die Scheibe. Und deswegen Lautenschlager und Fabricius. Und Wölfel. Noch 10 Sekunden im Powerplay. Und dann passiert's. Thomas Merl. Der nächste Powerplay-Treffer. Der Bann ist gebrochen. 3-1 für die Tölzer Löwen. Und Achtung, ein Augenmerk wieder auf Lubor, die Baker. Der wartet nur drauf, dass Thomas Merl sich da löst. Macht den kleinen halben Schritt raus, der Thomas Merl. Und es sieht Lubor, die Baker. Mit seinen Augen, die er wohl in der Schläfe, im Hinterkopf und da, wo sie hingehören, auch hat. Ja, wir wissen selber, was beispielsweise ein Luca Tosto in dieser Liga erreichen kann. Jetzt schauen wir erstmal, was Williams erreichen kann. Die Fanghand von Wölfel. Und dann geht er nochmal nach und es gefällt keinem. Das gefällt Wölfel nicht, es gefällt der Löwenverteidigung nicht und Markus Götz geht hinterher. Und es passt zum Spiel. Ja. 4-4 erübrigt natürlich oft Räume. Jetzt für Brandl und vor dem Tor Tyler McNeely haut über die Scheibe und dann legt er sie vorbei. Wollte ihn sich schön auf die Rückhand legen, da war Debbie Eberhardt. Schön gemacht auf Brady und in der Mitte die Baker und Philipp Schlager mit dabei. Lubor, die Baker legt ihn selber drüber. Wäre sehr schlecht gewesen. Oh, Simon Thiel, 3-2. Dritte Minute im dritten Drittel und der 2-3 Anschlusstreffer für die Heilbronner Falken.
ja, etwas kontrovers oder unkontrolliert passiert dieses Tor. Und dann kommt der Pass zu Thiel, der komplett frei steht in der Mitte. Und er hat gute Erinnerungen an die RSS Arena. Hat hier sein erstes Profitor geschossen, Simon Thiel, damals auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite Blackwater, der nimmt den Schuss wahrscheinlich. Nee, legt ihn rein. Scheibe bleibt im Besitz der Schwarz-Gelben. Die Baker vom leeren Tor nach dem Schuss von Eberhardt. De La Rovere auf der anderen Seite mit der Rückhand legt ihn sich schön schnell auf die Vorhand. Und die Parkuhr De La Rovere stoppt den Schuss. Jetzt vielleicht Lukas Wandtuch mit der Chance. Wandtuch alleine vorm Tor. Nein! Die Rückhand vorbei, eine Minute noch. Wirklich ein Müh ist es, um das es hier geht. Kirsch, guter Block von Wandtuch, macht ja eine gute Begegnung. Überragend, Lukas Wandtuch. Dafür haben wir ihn geholt. Icing. Noch mit Verzögerung. Weiter geht's. Umkämpftes Bulli. Scheibe bei den Tölzern. Optimal, Eberhardt abgefälscht, dadurch nur bis zur Mittellinie. Und das wird nichts mehr für die Heilbronner Falken. 3 Punkte für Bad Tölz. Die Tölzer Löwen gewinnen 3:2 gegen die Heilbronner Falken. Es war wirklich eine richtig spannende Begegnung. Ein Lob an beide Mannschaften. Gutes Spiel, haariges Spiel, viele Strafzeiten, viel Überzahl für die Tölzer. Aber am Ende zählt nur eins, die 3 Punkte für die Heimmannschaft.